Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule und heute im Zuge unserer kleinen Oben an der Spitzenserie gibt's den Stufe 10er der Schweden, den Udus 1516, der Medium, um den sich ja bei Oben an der Spitze in diesem Monat dreht. Einer von zwei Panzern, der andere ist der FV4005, den habe ich noch nicht in Anschlag genommen. Den finde ich ein ganzes Stückchen interessanter. Wir haben ja einen Panzer, der nahtlos an den Udes 14 und den Udes 16 anknüpft. Und mit dieser Hebetechnik, die er hinten drin hat, dieser hydraulischen, hier hinten drin verbauten, eine gute Gun Depression von 13 Grad minus herstellt. Das heißt, er kann an Hügeln hervorragend gespielt werden. Man sieht vom Panzer, wenn man es ganz genau macht, ein bisschen was vom Turm, aber auch wirklich nur ein bisschen was, die Kanone und das war's. Wenn man ihn ideal fährt. Funktioniert nicht immer. Dementsprechend ist das Fahrzeug, sagen wir mal, beschränkt einsetzbar. Gehört deswegen nicht unbedingt zu den allerbesten. Aber der Winkel dieser angespitzten Panzerung sorgt dafür, dass selbst der größte Durchschlag ja hier so seine Probleme hat. Unter anderem hat an dem bereits ein Jagdpanzer E100 mit 420 Durchschlag seinen Abpraller gefunden. Also das passiert nicht ganz so oft, dass man mit dem Jagdpanzer irgendwo abprallt. Und schon gar nicht an einem Turm. Bei einem Medium schon wird es erst recht ein bisschen schwierig, aber bei dem hat es tatsächlich hingehauen, dass ich sowas mal bouncen konnte. Wir gehen mal das Fahrzeug direkt durch und schauen mal, was er so drauf hat. Wir haben drauf eine 105mm Kanone mit 440 Alpha-Schaden, 254 Durchschlag auf Standardmunition und 310 Durchschlag auf Premium. In dem Fall ist das Heat. Das bedeutet, bei Ketten und so weiter müsstet ihr aufpassen, weil er da sonst hängen bleibt und keinen Schaden macht. Wir haben eine Feuerrate von 6,84 Sekunden bei der aktuellen Ausstellung. Ich habe hier eine Lüftung drauf, ich habe ein Sichtsystem drauf und ich habe einen Stabilisator drauf gebaut. Feuerrate 6,84 bedeutet 8,78 Sekunden Nachladezeit. Man kann das deutlich verbessern, wenn man besseres Equipment einbaut. Die Crew, würde ich sagen, ist ganz okay. Die ist aktuell im 6. Perk unterwegs und ist dieselbe 3-Mann-Crew, die man vorher schon auf den 8er und den 9er hätte einsetzen können. Geschützrichtgeschwindigkeit 45,55 ist ebenfalls okay. 13 Grad Gun Depression, 25 Grad Gun Elevation. Das heißt, wenn ihr in einer Vorhangstellung seid, also das ist der Hügel, und ihr fahrt mit dem Panzer so runter, dann könnt ihr trotzdem auf gleicher Höhe gegenüber recht gut Ziele bekämpfen, weil 25 Grad Gun Elevation schon ein ordentlicher Wert sind. Zielerfassung 2,01 Sekunden, da sind wir, ich würde mal sagen, maximal im Mittelfeld. Gibt es auf jeden Fall deutlich bessere Panzer auf Stufe 10. Vor allen Dingen mit einer 105mm Kanone hätte ich eigentlich erwartet, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, aber ist okay, kann man machen. Streuung von 0,32 ist ebenfalls ein recht vernünftiger Wert. DPM mit der aktuellen Aufstellung, also ohne Rationen oder irgendwas in der Richtung, sind wir bei 3008 Schaden pro Minute. Das ist ebenfalls ein Wert, der sich sehen lassen kann. Gibt es natürlich Mediums, die da deutlich stärker sind. Wenn ich mir da aus wo ist er hier? Aus Japan, den STB-1 angucke, der ist da eine ganze Ecke besser. So, was haben wir noch? Strukturpunkte 1950. Wir haben ein relativ weiches Fahrzeug, wenn man es ganz genau nimmt. Wir haben nämlich nur 50mm Wannenpanzerung, also durch die Wanne, wenn man die wundere Wanne sieht, ballert euch jeder durch, habt ihr keine Chance, irgendetwas zu bouncen. Wir haben 100mm Turmpanzerung, noch dazu dieser Winkel, sorgt dafür, dass hier normalerweise alles abprallt. Sobald man aber ein bisschen was von der Seite sieht, so mag es noch gehen. Hier wird es schon kritisch. Ist das hier ein kritischer Punkt, da kommt man auf jeden Fall durch. Das heißt, das Fahrzeug immer zum Gegner ausrichten. Das wird natürlich schwierig. Wenn man in die Zange genommen wird, von zwei Seiten angegriffen wird, ist es echt eng. Da sind dann die 40mm Turmpanzerung an der Seite natürlich viel zu wenig. Da kommt auch jeder Achter durch. Braucht euch keine Sorgen machen. Da ballert jeder durch, ob ihr wollt oder nicht. Motorleistung 616 PS habe ich drauf. Normalerweise hat er 600 PS. Ich glaube, da müsste durch diese. Wir haben zweimal 1% mehr Motorleistung bekommen. Also ungefähr 600 PS müsste normalerweise haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sind halt ein bisschen extra noch dazugekommen. Macht auch Sinn. Bringt aber jetzt nicht so einen großen Unterschied. Wir haben ein Leergewicht von 32,3 Tonnen. 35 Tonnen
Maximalgewicht, das bedeutet 19 PS pro Tonne, ist für ein Medium okay. 50 km/h vorwärts ist für ein Medium ebenfalls okay. 24 km/h rückwärts ist für ein Medium richtig gut. Also man kann mit dem wunderbar in die Stellung gerade reinfahren, feuern und hinten wieder raus. Dafür ist er gemacht. Das ist der Spielstil, den man sich eineignen sollte, wenn man mit dem unterwegs ist. Man muss den nicht unbedingt aus der zweiten Reihe spielen, man kann den auch von vorn steuern. Wenn ihr von zwei Seiten angegriffen werdet, dann ist allerdings relativ schnell Schicht im Schacht. Da habt ihr nicht besonders viele Möglichkeiten. Sichtweite 475 Meter mit der aktuell ja, vernünftigen, wirklich vernünftigen Co. Gibt es nichts zu meckern. Zwei Mädels habe ich drin, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Major Olsen, ja, irgendwie sowas. Und ja, Funkreichweite relativ uninteressant. Tarnung 36,7, wenn das Fahrzeug steht. Und 28,28, wenn das Fahrzeug fährt. Ist, glaube ich, ein recht guter Wert. Kann man noch ein bisschen verbessern. Wie gesagt, mit Ration zum Beispiel würde da was gehen. Tarnitz hier draufpacken bringt absolut nichts, weil zweite Reihe. Ein Tarnitz überhaupt ist meiner Meinung nach eher unnötig. Den kann man irgendwo auf einem Stufe 4er, 5er Panzer verbauen, wenn man das möchte, zum Spielen aus der zweiten Reihe. Jo, der UDES 1516. Ich würde sagen, wir gucken uns den mal an, was der so im Gefecht drauf hat. Und ich versuche jetzt hier ein bisschen Live-Runden hinzubiegen. Wenn es nicht funktioniert, dann sehen wir gleich ein Replay. Lasst euch einfach überraschen. Keule ist unterwegs. Bis gleich. So, da sind wir auch schon endlich unterwegs im UDES 1516. Reines Zehnergefecht, so wie sich das gehört. Eine Arti pro Seite ist okay, kein Aufklärer. Dafür 1, 2, 3, 4, 5 TDs pro Seite. Der Rest sind Mediums und Heavies. Mal gucken. Chief Tien im Gegnerteam. Natürlich. Wurscht. Krieg mal hin. Sind schön auf die rechte Seite gefahren. Okay, obwohl wir den Cap auf der linken Seite haben. Könnte man ja frech sein und sagen, Cap gehört dazu. Und einfach durchcappen. Aber das sieht ja der eine oder andere anders. Mal schauen, wie sich das hier gleich verhält. Eins, zwei, eins. Zu sein. Ja. Er ist lieber eins da drüben. Hat sich im Großen und Ganzen keine schlechte Position gesucht. Waren noch nicht offen, keiner weiß, dass wir hier sind. Gegner im Cap. Mit dem 277. Artillerie auf uns eingerichtet. Keiner traut sich so richtig, ich auch nicht. Müsstest du eigentlich wissen, dass du da nicht durchkommst? Hast denselben Panzer. Drüberfahren bringt, glaube ich, nichts. Chief den da drüben, okay. Natürlich bringt das nichts, da drüber fahren, trotzdem machen wir es. Weil wir die absoluten Oberkiller sind. Da kommt noch jemand, der mich kennenlernen will. Mit. Nicht unbedingt den besten schweren Panzer, den man fahren kann. Jetzt ziehen wir mal die Kette. Vielleicht hat jemand Lust drauf zu schießen. Noch Zeit dazu natürlich, ja klar. Da unten wird gekloppt. Da werden wir es mit dazu mischen. Da hinten haben wir 1800 HP. Abgeprallt, selbstverständlich. Fahren wir mal an die Seite hier rein.
da den Rest. Und dann versuchen wir es hier von der Seite. Schön Kette schießen und hat leider nicht getroffen, so wie ich mir das vorgestellt habe. So, welchen TT haben sie denn da drüben stehen? Ich bin da nicht so eine Grille. Der dürfte aber schon weggefahren sein. In weißer Voraussicht. Mit. Wir brauchen nur Standardmunition. Premium nicht nötig. Bei so kurzen Distanzen einfach ein bisschen genauer zielen, dann geht das schon. So, Kill. 1739 Schadenspunkte sind gemacht. Wir gucken mal in Richtung SDB1 und 121. Fahrzeug im Cap ist ja eigentlich nicht schlecht. Blöd ist halt, wenn 7-3 steht. Wirklich gnadenlos hinten liegt. Boah, aus der Fahrt heraus. Also die Kanone kann was. Meiner Meinung nach. Vielleicht nicht unbedingt immer so spritzig so gut einzusetzen. Aber macht auf jeden Fall Spaß, wenn man sie so fahren kann, wie sie das ab und zu vorgibt. Prall mal ab. Dann noch meine mit. Jemand anders werfen schießen will. Spielt natürlich mit APCR. Ohne sonst. Tja, kritischer Schaden. Bisschen Aufklärungsschaden natürlich. Geben eben noch eine mit. Und dann können die anderen sich noch ein bisschen dran austoben. Also, es dürfte nicht mehr viel zu erwarten sein. 2009 Schaden haben wir gemacht. Bevor mein Motor hier repariert ist, denke ich mal, dürfte das Ding durch sein. Und ich komme ja nicht mehr hinterher. 10 km vorwärts. Mehr ist nicht drin. Also 50 km auf, ja, man sieht es jetzt 15 km runter reduziert. Da ist jede Maus schneller. Und die ist nicht mal dabei. Also von daher, denke ich mal, dürfte nicht mehr ganz so viel zu erwarten sein. Das Fahrwerk fährt auch langsamer hoch. Da ist die Arti. Wo ist der E4? Schön an der Seite noch ein bisschen Schaden machen. Der Turm dreht sich ja. Gibt da einige Möglichkeiten. Das war's. 2436 Schaden gemacht. 880 Schaden geblockt. 864 Schaden aufgeklärt. Für die erste Runde, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. 3 Kills ist auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Ein reines 10er Gefecht und der Gegner sind Chieftain, haben sie recht schlecht ausgesehen, meiner Meinung nach. So, das Ganze ist ein 2er. Das wenden wir gleich mal hier an, so wie sich das gehört. Sind auf Platz 3 gelandet und machen 25.000 plus. Ich würde sagen, wir gucken uns oder wir fahren die zweite Runde oder schauen uns die zweite Runde an. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Bis gleich. So, weiter geht's. Diesmal gegen 10er und 9er. Wir sind auf Steppen in einem Angriffsgefecht. Das heißt, der Gegner wird hier entweder über diese Seite kommen, über die Mitte in der Regel kommt er nicht. Oder hier unten über die K- und J-Linie. Mal gucken, ob wir uns dagegen irgendeine Seite ordentlich wehren können. Zweimal Artillerie, GW Tiger auf beiden Seiten. Bei uns noch eine M53, 55. Und wie gesagt, 2 GW Tiger auf der Gegnerseite. Keine Aufklärer, jede Menge TDs. Wird so ein Spiel aus der zweiten Reihe, würde ich sagen. Wir werden uns auf jeden Fall hier vorne hingesellen, uns versuchen, Arti safe zu stellen, wenn das geht. Und uns dann hier vorne an der Eisenbahnlinie, denke ich mal, ein bisschen austoben. Schwere Kanonen drüben, 705A. Ein FV4005, eine Grille 15, 268, 268, Version 4. Das sind schon ganz üble Gesellen, wenn sie es richtig anstellen. Haben wir genug Panzer hier oder nicht? Ich glaube, wir haben genug Panzer da. Sagt, so halbwegs sicher vor der Arti wäre schon ganz gut.
wach. Ist man halt nicht sicher vor der Art, ne? Das muss man hier mit dazu sagen. Wenn sie will, da kann sie uns hier ganz arg ein Bein stellen. Prallen wir ab natürlich. Zumindest ist die Kette ein bisschen beschossen. Freut sich die Kette, dass sie da mitmachen durfte. 268 ist da an der Position eher nicht so gut aufgestellt. Hat einen ziemlich glatten Turm, ja, sagst du, die Arti. Die Arti, die küsst uns hier. Das lassen wir mal schön sein. Von denen traut sich keiner rüber. Hundertprozentig nicht. Warum auch? Ob da hinten gleich noch einer ist. Soll ich mich zurückfallen lassen, Leute? Ich kann ihm dann eine einschenken. Ihr wollt, dass sie rüberkommen, ihr wollt warten. Ich weiß, dass das Spaß macht zu warten. Schlagwort spielen aus der zweiten Reihe. Aber es ist einfach mal ein ganz beschissener Spielstil. Ich mag das nicht. Oder 15 gibt meine mit. So, 6, 8. 4 zu 2. Also einmal im Handstreich rausgenommen. Gleich mal direkt nach vorne. Aufgeklärt, FV4005. Mal auf der anderen Seite. Gehen wir da gleich einen Schuss drauf. Ach, keine Ahnung, wo der hinging. Irgendwo ist nirgendwo. Ist gleich fort, ist gleich fort. Boah, vorhin noch die Genauigkeit gelobt. Jetzt ist schon nichts mehr davon zu spüren. Nichts mehr zu sehen. 1800 Schaden aufgeklärt. Also auch wenn er natürlich einiges abhält, bei HE-Munition ist er extrem empfindlich, weil er halt eine dünne Panzerung hat. Da muss schon einiges passieren, dass da wirklich HE-Munition hängen bleibt. Da ist jemand extrem zutraulich, Objekt 700 war. Muss ja versuchen, ein bisschen Arti sicherzustellen. Oder unten unterstützen, das ist jetzt schwierig zu sagen. Der Gegner am Cappen. Leopard 1 gibt meine mit. Auf offener Flur, auf weiter Flur. Ein bisschen Feuer auf mich lenken, aber. Wir müssten eigentlich am Cap was drehen. Das heißt, wir müssen zurückfahren und das müsste noch funktionieren. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Von allen, die da unterwegs sind, bin ich da zweitschnellste, wenn ich das richtig sehe. TVP ist noch eine ganze Ecke flotter als ich. Willst du jetzt deinen Schadenpunkt machen oder nicht? Geben wir dir mal eine mit, damit du dich schön ärgerst, dass du da oben gestanden bist. Ja. Okay, das Recappen muss jemand anders übernehmen. Da bin ich, glaube ich, dann zu langsam unten. Da wollte ich gerade eben noch Schaden haben. Das wird nichts mehr. Das werden wir verlieren, ja. Da noch ein bisschen Schaden machen. In Dreck ging. Wir müssen hier nach vorne rücken, es hilft nichts. 23 Sekunden, dann ist ihr Ende. Ich denke mal, diese werden sie wohl durchziehen. Boah, ging der Schuss hin. Da ist auch ein schöner Turm explodiert. Nehmen wir noch eine mit. Ja, das wird keine gute Runde werden.
Das wird keine gute Runde. Tut mir leid, das wird nichts werden. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher losfahren sollen, aber ich denke mal, das war auch so ganz gut verteidigt vom Gegner. Da gab es nicht die großen die Möglichkeiten, hier ordentlich abzuräumen. Also 2597 Schaden aufgeklärt, 1800 Schaden selber gemacht. In dem Fall nichts geblockt. Aber ich habe zumindest gesehen, was die Kiste so ungefähr kann. Ist jetzt nicht unbedingt die Top 5, meiner Meinung nach. Da sind andere, das sind viele Russen dabei, das sind der STB-1 unter anderem drunter, aber der hier gehört nicht unbedingt zu den stärksten Mediums, finde ich zumindest. Ansonsten, wenn man mit dem umgehen kann, kann er sehr viel Spaß machen. Muss man ein bisschen üben, muss man ein bisschen mögen. Der größte Nachteil in der Panzerart, meiner Meinung nach, ist diese eingeschränkte Fahrweise. Er braucht Hügel, ansonsten ist er quasi nicht zu verwenden. Kommt jeder Schuss vom Gegner durch. Oder versucht ihn aus der zweiten Reihe zu spielen, aber dafür unbedingt geeignet ist. Das kann jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde nicht unbedingt, dass er da unbedingt in der zweiten Reihe stehen sollte. Da gibt es andere Panzer, die da besser hinpassen. Jo, das ist er. UdeS 1516 auf dem Weg nach oben. An der Spitze ist das der 10er. Den er bekommt, Panzer, der auf jeden Fall Spaß macht, aber unbedingt in irgendwelchen Clangefechten oder sonst irgendwas dabei sein wird irgendwann einmal. Da müssen sie sich schon extrem strecken, wirklich deutlich verbessern. Ich glaube nicht, dass es kommt. Ich glaube, dass da eher Objekt 140 unterwegs ist, Objekt 34U ist unterwegs, STB-1 macht da auf jeden Fall mehr Sinn, ein Leopard auf jeden Fall macht da mehr Sinn, ein TVP macht auf jeden Fall mehr Sinn, ein Progetto 65, sind alles Panzer, die ein ganzes Stückchen noch vor ihm liegen und ihn outperformen, wie man so schön sagt. Ja. Jo, das soll es mal gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.